Willkommen zurück zum dritten Teil der Serie. Wir haben gestern über das Thema Körperhalt und Körpersprache gesprochen. Heute reden wir über das letzte Thema in der Reihe, nämlich Reden, attraktiv sprechen, wie du richtig kommunizierst, was es dabei zu beachten gibt, meine besten Tipps und Tricks, sodass du einfach dich bei Frauen, aber auch allgemein im Leben super präsentieren kannst. Das ist natürlich nicht nur wichtig, Umgang mit Frauen, es ist auch wichtig im Job, mit Freunden, wenn du neue Leute kennenlernst. Ein super wichtiges Thema. Wer sich schlecht präsentieren kann, hat dadurch Nachteile. Dem wollen wir heute entgegenwirken und ich zeige dir, was wichtig ist. Ich zeige dir die größten No-Gos. Ich zeige dir die größten Go's sozusagen. Darüber reden wir heute. Viel Spaß beim Video. So, mein Lieber, wir fangen an. Warum kenne ich mich damit aus? Ich kenne mich damit aus, weil ich früher ein wenig geschauspielt habe. Ich habe Gesangsunterricht genommen, ich habe viel gesungen, ich mache diese Videos, ich habe viel gesprochen, öffentliche Reden gehalten. Daher kommt meine Expertise. Ich war auch bei den Toastmasters, dieser Gruppe, wo man öffentlich reden lernt. Das ist auch der Grund, warum ich dieses Reden vor Video kann. Aber das habe ich auch mit der Zeit selbst gelernt, wenn du dir die ersten Videos von mir anschaust. Und ich habe, glaube ich, letztens erst wieder eins online gestellt, was ziemlich alt war. Eins meiner ersten tatsächlich, das erste Theorievideo, was ich gemacht habe. Wenn du dir das anschaust, sorry, dann siehst du, wie schlecht ich damals noch war in meinem gesamten Ausdruck. Deswegen will ich dir heute beibringen, was wichtig ist, wenn es ums Kommunizieren geht. Die erste, allerwichtigste Sache, auf die du achten solltest, wo du jetzt anfangen solltest, darauf zu achten, denn das dauert so ein bisschen, bis sich das einschleift, ist ums und ers und andere Füllwörter wegzulassen. Wenn du mal meine Videos schaust, vor allem die neuen, jetzt habe ich gerade geirrt, dann siehst du, dass da kaum ums und ers drin sind. Was ich mache, statt diese Wörter zu benutzen, statt Füllwörter zu benutzen, sind Pausen. Wenn du mal einen Moment brauchst, um über irgendwas nachzudenken, mach eine Pause, nicht ein Füllwort. Das hat auch den Vorteil, dass Pausen das Davorgesagte stärker betonen. Das wirkt dann nochmal ein. Das heißt, wenn du irgendwas erzählen möchtest, was sitzen bleiben soll bei der Person gegenüber, wenn du vielleicht gerade eine Geschichte erzählst oder irgendwas von dir, was hängen bleiben soll, dann mach eine Pause, damit genau diese Information verstärkt hängen bleibt. Die erste Information in einer Informationskette und die letzte Information bleiben am meisten hängen. Weiterreden. Einfach Pausen machen und dadurch diese ganzen Füllwörter ersetzen. Nur wenn du alleine das machst, wenn du nur Füllwörter ersetzt, ums und ers ersetzt, wenn du darauf aktiv achtest, im Gespräch mit jeder Person, mit der du redest, wenn du darauf aktiv achtest, dann hast du schon 80% gemacht. Dann hast du schon einen riesigen Sprung gemacht und deine Kommunikation massiv und nachhaltig verbessert. Die zweite Sache, die du machen solltest, ist, dass du mit Variationen in deiner Sprache arbeitest. Viele Männer, die zu mir kommen, machen das überhaupt nicht. Die sprechen monoton, ungefähr so. Und dann bin ich zu ihr hingegangen und dann habe ich sie gesehen und dann haben wir uns getroffen und es war ganz schön und es hat auch Spaß gemacht, aber dann war es auch ein bisschen traurig und so war das dann. Wenn du die ganze Zeit so redest, dann sind die Leute natürlich gelangweilt. Wie sollen sie es auch nicht sein, wenn immer das Gleiche kommt? Arbeite mit Variationen. Wenn du eine Geschichte erzählst, wenn du irgendwas erzählst, wo Emotionen mit drin sind, dann betone diese Emotionen doch bitte. Lass sie mit einfließen. Wir waren sehr fröhlich und wir haben gelacht. Wir waren sehr traurig und das war, ja, war ein schwieriger Tag und irgendwie, ja, nicht so gut. Lass die Emotionen mit einfließen in das, was du da sagst. Und variiere die Art und Weise, wie du redest. Red mal schneller, um ein bisschen Aufregung mit reinzubringen. Red mal ein bisschen langsamer, wenn wirklich was Wichtiges kommt, was du betonen willst. Red lauter, wenn es sein muss. Wenn du die Aufmerksamkeit der Leute wieder erwecken willst, wenn du sie wiederbekommen willst. Oder leiser, wenn du möchtest, dass sie sich genau in diesem Moment auf das, was du sagst, fokussieren. Indem du diese Variationen benutzt, sorgst du dafür, dass der Zuhörer immer Interesse hat an dem, was passiert. Dann hört er vielleicht kurz nicht zu, dann wirst du ein bisschen lauter und schon ist er wieder da. Durch die Variation bleibt das Gesagte interessant. Die meisten Männer sprechen super monoton und wundern sich dann, warum die Leute nicht besonders interessiert daran sind, ihnen zuzuhören. Ja, das solltest du üben und ich werde dir auch am Ende des Videos verraten, wie du es am besten machen kannst. Die nächste Sache sind Superlative. Superlative sind solche Wörter wie super, Hammer, unglaublich, mega. Das sind Wörter, die benutzen wir heute viel zu viel. Das ist meine größte Schwäche, sicherlich. Ich tendiere auch zu großem Superlativgebrauch. Nicht gut. Die Dinger wirken aber nur dann, wenn du sie nicht ständig überbenutzt. Klar kann mal was super sein, klar kann mal was mega sein, es kann mal was Hammer sein, was unglaublich.
was voll cool, was auch immer es ist. Kann es ja durchaus geben. Aber mach nicht zu viel davon. Mach es eher wenig, weil sonst verliert es die Wirkung. Sonst verliert es einfach die Wirkung. Mach wenig davon. Das ist wie Gewürze. Du willst nicht zu viel würzen, weil dann überwürzt du das Essen. Du willst so ein bisschen Gewürze drauf träufeln. Und es gibt den kleinen extra Geschmack, den kleinen extra Kick auf dem Essen. Ganz wichtige Sache. Die letzte Sache ist, wie übst du jetzt das Ganze? Wie kannst du das üben? Ich habe damals angefangen und habe mir mein Handy bzw. mein Tablet genommen und ich habe damals, und das empfehle ich auch sowieso jedem, das mache ich auch mit meinen Coaching-Teilnehmern immer, Tagebuch führen. Wenn du Frauen ansprichst, ich habe Tagebuch geführt, ich habe darüber geschrieben, was habe ich heute erlebt, wie war es so, und dann habe ich Theorien aufgestellt, was habe ich rausgefunden, wie könnte irgendwas sein. Das sind jetzt auch die Sachen, die du hier auf dem Channel immer von mir erfährst. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mein iPad genommen, ich habe mein Handy genommen und habe angefangen, mich selbst zu filmen und diese Sachen zu erzählen in die Kamera. Dafür brauchst du kein Mikrofon, du brauchst nur deine Kamera, deine Handykamera. Das hat jeder. Ich habe angefangen, das zu erzählen. Du kannst auch irgendwelche Geschichten erzählen. Erzähl der Kamera, was heute Spannendes in deinem Leben passiert ist. Erzähl eine spannende Geschichte. Dann übst du auch nochmal, Geschichten zu erzählen. Red in die Kamera und danach guck es dir selber an, damit du erstens mal ein Gefühl für deine Stimme bekommst, denn die meisten Leute wissen nicht, wie sie klingen, weil sie nie ihre eigene Stimme gehört haben. Heute in Zeiten von WhatsApp mit Sprachnachrichten ist das ein bisschen anders. Geht trotzdem Leuten vielen so. Schau es dir an und guck, wie wirkst du. Guck, wo sind diese Füllwörter? Werd aufmerksam für diese Füllwörter, Superlative. Wo benutzt du die vielleicht? Film dich selbst, mach das regelmäßig und dann lernst du ganz schnell ganz, ganz gutes Sprechen. Guck, versuch, wenn du die Geschichten erzählst, das zu machen, was ich dir eben gesagt habe. Variation, mal lauter, mal leiser. Langsamer, schneller. Emotionen rein, Emotionen raus. Probier das, während du dich aufnimmst, schaust dir an, zeigst auch gerne einem Kumpel. Und was du auch machen kannst mit einem Kumpel, ist die Stehgreifredenübung. Wenn du mal bei Toastmasters warst, diesem Redeverein, dann weißt du, dass es dort immer Stehgreifreden gibt. Das sind meistens am Ende der Sessions so 5-minütige Reden. Da kommst du nach vorne und der Host davon, von dem Meeting, gibt dir irgendeinen Begriff. Zum Beispiel Blaubeeren im Zweiten Weltkrieg. Irgendein Begriff, der muss nicht immer Sinn machen, macht er meistens nicht. Und jetzt musst du irgendeine Geschichte erfinden zu Blaubeeren im Zweiten Weltkrieg. Damals, die Blaubeeren im Zweiten Weltkrieg, da gab es ja kaum welche. Die waren ja unglaublich nachgefragt, weil jeder wollte Blaubeeren haben. Weil die Armeewissenschaftler wussten, wenn die Soldaten Blaubeeren essen, dann sind die an der Front leistungsfähiger. Du musst dir halt irgendeine Scheiße dazu ausdenken, irgendeine Geschichte musstest du erzählen für 2-3 Minuten. Und das kannst du mit einem Freund üben, ihr macht euch gegenseitig Begriffe und schmeißt sie euch dann in den Kopf und du musst eine Geschichte dazu erfinden und eine Geschichte erzählen. Ja, da musst du nicht zu den Toastmasters gehen unbedingt, kannst du aber, Toastmasters, Empfehlung, sondern kannst es mit einem Kumpel machen, wenn ihr euch beide dafür bessern wollt. Super easy. Oder du lässt die einfach von deiner Mutter ein paar Begriffe aufschreiben und dann soll sie dir geben und du arbeitest die quasi ab und erzählst ihr das. Egal, auf jeden Fall kannst du das wunderbar üben mit der Stehgreifredenübung. Also sich selbst aufnehmen, Stehgreifredenübung, super, super effektiv. Mit diesen beiden Methoden, ohne zu den Toastmasters zu gehen, wirst du dein Reden sehr schnell verbessern können. Nimm dich selbst auf beim Flirten, das habe ich viel gemacht früher, einfach Aufnahmen machen, hier. Kopfhörer drumlegen, Handy drumlegen, dich selbst aufnehmen. Hör mal, wie du beim Flirten wirkst. Hör mal, wie du sprichst. Füllwörter, Superlative. Wie sind die Geschichten, die du erzählst? Wie ist allgemein deine Variation? Guck dir das an, hör rein und dann korrigier das nach. Das kannst du alles selber machen, da brauchst du theoretisch keine andere Person für, außer für diese Stehgreifredenübung. Da lohnt es sich halt, wenn du jemanden mit dabei hast. Aber so einfach kann es sein. Und natürlich musst du es über einen längeren Zeitraum machen. Ja, ich habe auch nicht angefangen und konnte sofort super gut reden. Das ist halt über die Zeit gekommen. Da war es wieder, super gut reden. Superlativ. Das ist mit der Zeit gekommen. Das ist eine Übungssache. Das kannst du auch schaffen. Und das macht einen großen Unterschied, was deine Wirkung auf Menschen anbetrifft. Nicht nur auf Frauen, sondern Menschen im Allgemeinen. Ja, wenn du Probleme hast beim Job oder du bist beim Vorstellungsgespräch, ja, und du denkst dir, oh, was für eine schreckliche Situation. Üb diese Dinge. Du wirst einen besseren Eindruck machen können in jegliche Situation mit neuen Leuten. Dann musst du auch nicht mehr so aufgeregt sein, was Frauen und neue Leute, so eine Vorstellungssituation angeht, weil du weißt ja, du kannst kommunizieren, du kannst sprechen. Das hast du ja geübt. Und das braucht auch nicht viel Übung. 5 bis 10 Minuten am Tag reichen und innerhalb von ein paar Monaten bist du viel besser in Kommunikation, als du es vorher warst. Das war das letzte Video der Serie. Geil, dass du dabei warst bei allen Videos.
Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dir einen Coachingplatz für dieses Jahr sichern. Wenn du in 2019 mehr Frauen kennenlernen willst als jemals zuvor, kommst du zu mir ins Coaching. Bewerb dich hier dafür. Unten rechts in der Ecke kommst du zum letzten Video, wo es um das Thema Körpersprache ging. Geil, dass du dabei warst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.